Das Lasieren von Wänden ist eine alte Technik, mit der lichte, schöne Wandgestaltungen möglich sind. Dabei werden mehrfach zarte, nicht deckende Farbschichten aus Pflanzenextrakten oder Mineralpigmenten aufgetragen. Ähnlich einem Aquarellbild wirken die Farben übereinander geschichtet polychrom und spielen miteinander. Die Wände scheinen sich im einfallenden Licht zu verändern. So lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Das Patinieren von Wänden, Marmorierungen oder Schablonierungen. Zum Mischen der Lasuren benötigt man einen Schneebesen, eine ovale Lasurbürste, einen kleinen Lasurpinsel, Spatel, Löffel und Eimer. Um die benachbarten Wände und Decken abzukleben, sollte ein ausreichend breites Kreppband verwendet werden. Zum Schutz der Sockelleisten eignet sich beschichtetes Ölpapier. Für das Säubern der Werkzeuge nach der Arbeit verwenden wir Sunno-Werkzeugreiniger. Bei der Auswahl der Farbigkeit kann man auf Sunno-Pflanzenkonzentrate zurückgreifen. Diese werden aus nachwachsenden Pflanzenextrakten gewonnen. Die Farben reichen unter anderem von Reseda-Gelb über Krapprot bis hin zu Indigo-Blau und Mistelgrün in sehr zarten Tönen. Traditionell werden sie in der anthroposophischen Raumgestaltung nach Rudolf Steiner angewandt. Eine weitere Möglichkeit sind Sunno-Farbkonzentrate auf der Basis von Erd- und Mineralpigmenten. Diese Farben sind UV-stabil und in nahezu allen Farben innerhalb des Farbkreises vertreten. Zum Beispiel Ultramarinblau, Ocker und Sienna. Die Wirkung von Lasuren verstärkt sich, wenn mehrere Farbtöne geschichtet werden. Im Sinne einer harmonischen Farbgestaltung sollte man Farben wählen, die im Farbkreis nebeneinander liegen. Wird beispielsweise Gelb in der ersten Lasur verwendet, so kann man Orange und Rottöne dazu kombinieren. Oder man geht in den Grünbereich über, wie in unserem Beispiel. Hier nutzen wir die Sunno-Farbkonzentrate in den Tönen römischer Ocker und Veroneser grüne Erde. Der Untergrund für eine Lasur sollte eher leicht gekörnt sein als zu glatt. Geeignete Untergründe sind beispielsweise Dubronen, Roll- und Streichputz oder ein körniger Putz. Die feinen Farbpigmente bleiben an den Sandkörnchen im Putz haften, sodass der typische Effekt einer Lasur entsteht. Auf einer glatten Oberfläche werden die Farbkörper nur hin und her geschoben und der Effekt geht verloren. Beim Mischen der Lasur wird der Sunno-Binder in einem Verhältnis von 1:2 mit Wasser verdünnt. Für einen halben Liter Binder benötigt man also 1 Liter Wasser. Die leere Binderflasche kann 2-mal mit Wasser aufgefüllt werden. So erreicht man ganz einfach die richtige Menge. Da es sich bei dieser Mischung um eine Emulsion handelt, erscheint sie weiß, trocknet aber später transparent auf. Zum Lasur-Binder-Wassergemisch wird erst einmal eine kleine Menge des gewünschten Farbkonzentrates gegeben. Die Farbintensität kann auf einer Probeplatte oder an einer unauffälligen Stelle an der Wand getestet werden. Wenn das Ergebnis zu hell ist, kann etwas mehr Farbkonzentrat hinzugegeben werden, bis die gewünschte Intensität erreicht ist. Das wichtigste Werkzeug für ein gutes Ergebnis ist eine gute Lasurbürste. Diese zeichnet sich durch eine ovale Form, einen Holzgriff und eine Halterung für den Eimer aus. Die Bürste wird sehr dicht am Kopf gehalten, um weichere Lasurbewegungen zu ermöglichen. Hält man die Bürste am Griff, werden die Bewegungen um einiges steifer. Ergänzend dazu benötigt man einen schmalen Lasurpinsel für Ecken und kleine Flächen. Beide sollten weiche Naturborsten haben. Die Raumecken und Kanten werden mit dem kleinen Pinsel vorgestrichen. Dann wird die Lasur mit der Bürste in der Form von liegenden Achten gleichmäßig und mit weichen Bewegungen auf den Flächen verteilt.
Vor dem Auftragen der Lasur wird die Bürste nur leicht eingetaucht und zusätzlich am Behälter abgestreift. Beginnend mit der ersten Lasur streicht man nun nass in nass, von der Ecke aus die gesamte Wandfläche. Für nahtlose Übergänge wird die Lasur etwas neben der bereits gestrichenen Fläche aufgetragen und vertrieben. Um helle Stellen zu retuschieren, wird die Farbe mit dem kleinen Pinsel in der Mitte aufgetragen und mit der Lasurbürste wieder vertrieben. Nun die Lasur mindestens 4 Stunden trocknen lassen. Für die zweite Lasurschicht wird wieder eine kleine Menge des Farbkonzentrats zum 1:2 Binder-Wasser-Gemisch gegeben. Zur Probe kann das Verhältnis zwischen den Farben abgestimmt und erneut Farbkonzentrat dazugegeben werden, bis das gewünschte Verhältnis der Farbtöne erreicht ist. Wieder in der Ecke beginnend, wird nun in fließenden Bewegungen über die erste Lasur gestrichen. Hier zeigen sich bereits die verschiedenen Farbtöne und Effekte, die sich je nach Geschmack variieren und verstärken lassen können. Wandlasuren sind ein wunderbares Mittel, um nach eigenen Vorstellungen mit verschiedenen Farbtönen und Verläufen zu spielen. Lasierte Wände wirken luftig, lebendig und stimmungsvoll, aber auch veränderlich, je nach Einfall des Lichtes. Nutzen Sie natürliche Farben von Livos aus Pflanzenextrakten oder Mineralpigmenten für die Umsetzung Ihrer Projekte. Als weltweit erster Hersteller von Naturfarben bauen wir auf Erfahrung und Wissen aus mehr als 4 Jahrzehnten. Wissen, das Sie nutzen. Erfahrung, der Sie vertrauen können. Denn Livos fühlt sich den Menschen und der Natur verpflichtet.